Freunde, herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin hier gerade mit Betzke und wir werden beide heute mal unter die Scammer gehen, also in die Hashtag Scammer Army. Bitte nehmt das Ganze mit Humor, Leute. Wir möchten euch heute noch mal zeigen, wie eine der schlimmsten Scammer-Fallen auf diesem Server funktioniert, denn Betzke hat hier mal eine aufgebaut auf seinem Grundstück. Und die werden wir euch heute zeigen. Falls ihr das cool findet, dass wir auch mal einfach Scammer-Fallen zeigen, beziehungsweise selbst auf wen scammen, gebt doch einen Daumen nach oben für die Folge. Bitte nehmt das alles mit Humor, ne? Wie gesagt, das ist einfach nur ein Spaß. Und ja, wir wollen euch vor allem zeigen, wie sowas funktioniert. Ganz kurz, Betzke. Also ich stehe jetzt hier gerade bei dem Gravel, ne? Ich bin ja unsichtbar gerade für alle anderen. Löst mal die Falle aus, zeig mal, wie das Ganze funktioniert, wenn also, du kannst sogar selbst überleben, wenn du hier drin bist. Du baust dich einfach hoch und dann stehst du hier oben und alle fallen. Lol. Und dann klatscht man eben auf, ist tot und das ganze Gravel geht hier eben in die Trichter rein, Leute. Alles genau. Wir können euch auch mal kurz zeigen, wie man das Ganze aufbaut, Leute. Also erstmal muss hier unten so ein bisschen Blöcke einfach hin, beziehungsweise es müssen Erdblöcke sein. Denn Betzke packt da gleich Gras drauf und zwar dieses lange Gras, was man eben braucht, um diesen Block-Update-Bug zu haben in Minecraft. Und dann könnt ihr auf das lange Gras eben Gravel draufsetzen. Das kann ich gerade mal kurz machen mit Kies hier. Genau. Dann setzt ihr einfach oben drauf. Ups, zack, 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 zack. Jetzt seht ihr, das fliegt quasi über dem Gras schon. Und währenddessen kann Betzke, wenn er das jetzt geschickt macht hier unten, einfach wieder gleich die Erdblöcke bzw. Grasblöcke abbauen. So. Und es fliegt quasi einfach so in der Luft hier Gravel. Und wenn ihr eben ein Block-Update macht, das bedeutet, wenn ihr hier irgendwie einen Block hinsetzt oder irgendwas von diesen Blöcken abbaut, dann fliegt einfach alles runter. So, ich bin gespannt, wie wir damit Leute scammen können. Hier vorne ist schon einer bei Supreme Tile. Also Betzke, ich glaube, als erstes brauchen wir erstmal noch eine dicke Belohnung hier hinten. Ups. Wie wäre es mit einem Enderportalrahmen? Enderportalrahmen? Ich habe übrigens, Betzke, ich habe gelesen in den Kommentaren, dass ein Enderportalrahmen nicht nur 15.000 wert ist, sondern auf manchen Citybuilds sogar 100.000. 100.000? Ja, ohne Scheiß. Ich habe das echt gelesen, dass auf manchen Citybuilds soll das 100.000 wert sein. Richtig krass. Ja, moin. Also wenn er wirklich 100.000 wert ist und wir den hier hinsetzen, ich weiß, den kann man nicht abbauen, Leute, aber wir können ihn ja mal in einen Rahmen packen. Und sagen dann einfach, dass man den kriegt, dann müssten schon eine ganze Menge Leute richtig Bock haben, hier das sich zu holen. Oder mach ihn mal hier, den Rahmen hier an die Wand, in den Flur. Hier in den Flur? Genau, und dann kann man hier so hinstellen und so sagen, jo, das ist der, und dann baut man sich kurz hoch und fällt da runter. Ah, so hier rein, meinst du? Ja, könnte man machen. Ah, okay, okay. Zum Anlocken, ja. Oder vielleicht hier hinten, wo die Fackel ist, vielleicht hin? Ups. Wir können eigentlich recht viele benutzen. Sollen wir alles voll machen mit so Enderportalrahmen? Okay, wisst ihr was, Leute, wir machen das jetzt. Wir machen hier alles voll mit Enderportalrahmen. Und dann hat man auf jeden Fall Bock, hier reinzukommen, weil wenn jeder wirklich 100.000 wert sein sollte, Leute, und wirklich einige, die für 100.000 kaufen, dann sind das hier Millionen, Leute, die wir hier einfach an die Wand hängen. Das wäre richtig cool. Ups, ups, ups. Oh, ich habe einen gedreht. Egal, der ist schief. Nicht schlimm. Ach ja, Leute, eine kurze Information. Falls ihr Bock habt, holt euch doch einen Rang auf griefergames.net unter shop.griefer. Leute, wie geil sieht das bitte aus hier? What? Alter. Also wer den Server unterstützen möchte, ganz kurz, kann sich unter shop.griefergames.net einen Rang holen. Das wäre sehr cool, dass ihr Bescheid wisst. Wir bauen jetzt hier aber weiter. Und es sieht so hart geil aus, ehrlich jetzt. Alter, wir müssen vielleicht sogar noch ein paar schief drehen. Das sieht nämlich auch richtig cool aus. Ich drehe mal so ein paar einfach so ein bisschen schief hier. Gut, zack, zack, zack. Hier, das sehen wir auch schief. Den auch. So, wie schon, wie das gleich aussieht. Ja, moin. Alles klar. Okay. Wollen wir anfangen, Betzke? Können wir machen. Aber ich schreibe hier noch ein Schild hin. Wer PvP gegen Betzke gewinnt, bekommt einen... Ich heiße ja nicht mehr Betzke. Ich glaube, im Spiel hier vorne heißt du ja noch Betzke, ne? Also hier in Minecraft quasi. Kann sein, ja, okay. Also ich glaube, da heißt du nämlich Betzke. Dann lass uns das so probieren. Wir schreiben das hier oben hin, machen die Tür einfach auf und mal gucken, ob wir hier Wind scammen können, Leute. Ja, und das mache ich hier zu, damit die hier nicht aus der Gefahrenzone rauskommen. Genau, genau. Und das müssen wir irgendwie reinlocken. Am besten du machst jetzt Werbung oder so im Chat. Und dann mal gucken, Leute, ob wir mit unserer kleinen Scammer-Falle ein paar Leute anlocken können und am Ende auch scammen können. Ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, wir zeigen das Ganze hier, damit ihr quasi wisst, wie solche Fallen funktionieren. Wenn jemand sagt, hey, komm doch zu meinem GS, ich habe irgendwas Krasses oder so, glaubt ihm erstmal nicht, Leute, nehmt am besten keine Sachen mit, denn es kann immer so eine Falle hier sein. Und ich bin gespannt, ob diese Falle gut funktioniert. Es ist angeblich eine der fiesesten Fallen auf dem ganzen Server. Und sie ist eben kaum zu entdecken, weil man ja nicht weiß, was unter dem Gravel wirklich ist. Es könnte ja alles Mögliche sein. Warte, Betzke, nimm mal diese Diamantrüstung hier. Und das Diamantschwert. Da ist oh, nein, er sammelt die Sachen ein. Egal, nein. Kommt er ja noch ein bisschen dazu. Oh. Egal, komm, das ist ja nicht wertvoll. Hoffentlich geht er wenigstens jetzt da rein. Ja, er kommt. Soll ich schon auslösen? Warte, wer da drin ist. Er steht noch auf dem Stein hier vorne. Er steht auch auf dem Stein, ja. Er hat nämlich unsere Diamanten. Ah, du hast auch einen Teil davon, ne? Geh mal hier rüber. Komm schon, der Typ soll jetzt noch ein bisschen rein. Lauf jetzt ein bisschen rein. Bitte, bitte. Nur ein bisschen. Er muss ja nicht die ganze... Ach, komm schon. Ich glaube, er ahnt was. Ich glaube, er ahnt was. Wenn er noch ein kleines Stück hier reingeht, das wäre super.
Ah, er geht jetzt da drauf. Er geht auf eine Fledermaus. Ja, aber er stirbt dabei eh. Ne, er hat sich durch die Tür gebackt. Das wollte er machen. Pincode ist da. Warte mal. Komm, wir lassen die mal rein. Okay, lass die mal rein. So. Er ist hier, lös aus, Betzke, lös aus! Nein! Er ist durchgerannt! Betzke! Warum hast du die Tür nicht zugemacht? Nein, Futtermaschine ist noch da. Okay, einen haben wir. Unten. Oh, er fällt. Er fällt. Wo? Ist er tot? Ich geh mal nachgucken, ob er gestorben ist. Wir gucken mal jetzt, Leute, ob in unserer Falle irgendwas. Ja, wow, hier ist so viel Zeug. Richtig cool. Alles klar, Leute. Wir haben den ersten gescammt. Hier ist gerade richtig viel Zeug. Ich guck mal, was wir so beim ersten Scam jetzt quasi bekommen haben. Einmal kurz alles abchecken. Was ist denn da so drin? Zack, zack, zack. So, Betzke, wir haben jede Menge Diamantzeug bekommen. Ist da noch anderes Cooles drin? Hier sonst? Also, wir haben bekommen ein Diamantschwert. Angriffsschaden 12, Schärfe 4. Alles klar. Effizienz 4, Spitzhacke. Ist auch nicht schlecht. Eine Rüstung. Ich würde sagen, die gönne ich mir erstmal. Ziehen wir die ganze Rüstung an, Leute. Zack. Und hier, das ziehe ich mir auch noch an. Und noch ein Schwert und eine Spitzhacke. Cool. Das haben wir schon mal alles gescannt. Ist hier noch irgendwas drin, irgendwas Cooles? Ist noch ein Hähnchen drin gewesen. Wir müssen weiter scannen, Betzke. Kannst du das oben wieder aufmachen? Ich habe übrigens jetzt... Was hast du? Die Tür umgedreht. Ihr könnt sich nicht mehr safen, wenn sie... Ja, das ist klug. Genau, bau die Tür andersrum. Das ist auch schon mal klug. Jetzt, genau, bau das hier wieder hin. Leute, ihr seht das. Also hier ist quasi einfach nur das Gras unten. Er baut jetzt hier oben Gravel drauf und dann kann er unten einfach das Gras wieder abbauen und die Steuerdings abbauen. Ich mache mal gerade die Tür auf, damit die wieder rein können. Bin gespannt, was passiert. Zack. Hey, lass mich durch. Ey, Typ. Hallo, ich möchte... Da ist einer voll dir drin. Nee, jetzt nicht mehr. Lol. So. Jetzt mach ich das jetzt hier mit deinem Pet. Die scannen wir nicht mehr, die haben ja nichts mehr. Oh, guck mal, da ist einer mit P-Mittel reingekommen. Guck mal, ich habe extra noch so eine Falle gemacht, wenn sie P-Mittel machen. Dann kann ich direkt rein. Alles klar. Alles gedacht. Oh Gott, wir sind echt fiese Scammer. So, alle rein. Ich glaube, es sind eine Menge Leute drin. Rein da. Wir können auch eigentlich hier 50 Leute gleichzeitig scammen und das ist eigentlich keine Arbeit. Oh, ich mache jetzt mal zu. Du kannst es, glaube ich, jetzt gut auslösen. Oh, das ist noch, warte, noch nicht. Da ist noch einer. Da ist noch einer, den würde ich auch noch reinlassen. Ich glaube, der will auch rein. Ja, genau. Und jetzt löst aus, Betzke, löst aus. Fallen die? Ja, aber es ist... Nice! So, jetzt. Ein Fall ist unten. Oh, sie fallen. Und sterben wieder richtig viele Leute. Das ist cool. Ich check direkt mal, ob wir das hier gemeint haben. Irgendwas Cooles bekommen haben. Zack, erstmal den ganzen Gravel wieder wegmachen. Und den Trichtern ist gerade... Ah, ist, glaube ich, nicht... Ach, hier ist ein bisschen Kleinkram drin, aber nichts Gutes. Oh, da schreibt schon eine Betzke, die hat eine Falle. Oh, hier, ich habe noch einen Diamanthelm gefunden. Das ist schon mal ganz geil. Okay, Leute, wir werden jetzt Folgendes probieren. Ich werde jetzt so viele Leute wie möglich scammen. Betzke, du musst gleich richtig gut timen, ja? Mhm. Also stell dich ganz genau, also pass ganz genau auf. Ich mache nämlich jetzt eine TPA All, Leute, mit meinem Account. Und bin gespannt, wie viele Leute ich gescampt bekomme. Ich glaube, das ist der größte Scam, den eine Person auf Griefer Games überhaupt gemacht hat. Auf einmal quasi, wo die meisten Leute sterben. Denn ich mache jetzt eine TPA All und der Server ist gerade richtig voll. Ich glaube, es sind gerade so 300 Leute auf dem Server, 293 Leute oder so. Ich bin gespannt, wie viele jetzt gleich hier sind. Die Leute kommen nämlich jetzt Stück für Stück hier hin. Und ich bin gespannt, was passiert, wenn ich jetzt quasi da reingehe. Und da was passiert. Denkt dran, Leute, auch wenn ich eine TPA schicke, bitte nehmt niemals wertvolle Sachen mit, denn sonst könnt ihr gescampt werden. Das Ganze hier ist so ein bisschen, damit die Leute das auch quasi wissen, dass man hier gescampt werden kann. Ich mache mal jetzt hier die Tür auf. Ja, okay. Ah, die Tür ist schon offen. Bitte gehen Sie hinein, hallo. Bitte gehen. So, ich schreibe es mal. Kommt alle in mein Haus rein. Ich habe eine Überraschung. Damit wären sie echt nicht schlecht, in eine Überraschung. So, die Tür ist zu. Ich glaube, jetzt sind schon einige Leute hier vorne drin. Jetzt mal 50 sind das. Schick nochmal eine TPA All. Also wie gesagt, die Leute können ganz frei entscheiden, ob sie reingehen oder nicht, Leute. Ich werde heute die Leute scannen. Das mache ich natürlich nur einmal zur Demonstration. Ich mache das nicht jeden Tag oder so, Leute. Das ist einfach eine der effizientesten Fallen auf dem Server. Deswegen zeigen wir das heute. Also ihr müsst euch nicht immer Sorgen machen, wenn ich eine TPA schicke. Aber bitte nehmt nicht irgendwelche wertvollen Sachen mit, wenn ihr irgendwo hin teleportiert. Das ist auf Griefer Games eine der Grundlagen, sag ich mal, dass man das nicht macht. Aber hier sind gerade so viele Leute. Der ganze Server fängt an zu laggen, Betzke. Soll ich schon mal anfangen? Nein, wir machen so viel auf einmal wie geht, ja? Lass es noch nicht auslösen. Ich will gucken, was passiert, wenn jetzt... Oh Gott, guck mal, Leute, wie voll es hier ist. Hier ist ja gar kein Platz mehr. Alles klar. Kommt alle in mein Haus rein. Es gibt eine fette Überraschung. So. Ich
gespannt, ob die sich auf die fette Überraschung freuen. Und die sind auch wirklich alles. Hier sind Griefer, hier sind normale Spieler, hier sind Premiums. Und ich sehe auch viele mit dir Rüstung, also da haben echt viele. Oh, ich schreibe schon der Erste. Abgewählt alle Trauen, außer mich. Alles klar. Ah, der ist auf jeden Fall. Ja, moin. Also ich schätze schon, hier sind 100 Leute drin. So, und draußen sind auch noch ein paar. Okay, gut. 100 Leute meinst du hier drin? Ja, und draußen kommen ja auch noch ein paar. Alter, allein hier auf dem Flex sind 10 Leute. Ja, das könnten richtig viele sein. Ich mach mal da vorne jetzt die Tür zu, dass auch keiner mehr flüchten kann. Und du löst es aus, ja? Okay. Boah, warte ganz kurz, ich muss eben hier an die Tür kommen. Okay, kannst. Okay, hab. Löst es aus. Alter, es leckt so. Okay, es geht gleich los, Leute, es geht gleich los. Das war ein Enderdrache. Oh Gott. Oh Gott. Oh mein Gott. Doch, ist so der erste Block fällt. Okay, jetzt geht's los. Es geht los, Leute. Der ganze Server ist einfach am Laggen. Ich sehe es fallen alle. Der erste fällt runter. Oha. Oh, da ist einer gestorben unten. Die ersten fallen jetzt runter. Ich geh mal gerade gucken, was hier unten so passiert. Geh mal auch kurz runter. Wir gucken mal von unten nach oben. Alter, hier sind schon Sachen. Oh, hier sind Leute, die klauen einfach alles. Was? Guck mal, hier sind Leute, die klauen einfach die ganzen Items. Lass das PIN-Code, das geht ja gar nicht. Tschüss, PIN-Code. Das meiste fällt ja eh eigentlich in die Trichter. Das bedeutet, sie können ja nicht... Ja, das ist das Gute. Das meiste fällt in Trichter. Boah, wir machen gerade so einen großen Scam. Und hier der Furzmaschine, den kenne ich noch aus YouTube als Zuschauer. Der macht genau denselben Quatsch. Den kicke ich auch raus. Was soll das denn? Der soll aufhören damit. Boah, hier sind gerade so viele Sachen, Leute. Ich bin gespannt auf die Ausbeute gleich, was wir alles so gescammt haben. Gucken, was die Leute gleich schreiben. Ist das ein Community-Grief? Nein, das ist kein Community-Grief. Obwohl, irgendwie schon, ne? Wir griefen die Community. Alter, dieses ganze Zeug, Petzke. Das ist so viel. Ey, wenn der Server aufhört zu laggen und man endlich sehen kann, was in den Trichtern ist, Leute. Ich will gar nicht wissen, was da alles drin ist gleich. Das wird so fett. What? Alter. Ich will endlich hier reingucken können. Das ist einfach, Leute, ihr müsst wissen, wenn viele Leute auf einem Flex sind, laggt es halt meistens. Deswegen ist es auch so, dass wir bei Future Griefs auch meistens teilweise der City-Bit einfach stundenlang laggt, weil die Leute halt am Plot warten. Das ist das Problem. Also viele Leute auf einem Flag ist halt immer schlecht für den Server. Guck mal hier, wie geil ist das denn? Leute, wir starten gerade kurz den Server neu, weil es einfach so laggt. Wir wollen halt auch alles angucken können. Wegen Abge ist City-Bit 2 down, schreibt einer. Hier, was hat Abge gemacht? Und der nächste erstmal, wegen den Drecksbetzke hat ihn. Irgendwann der Grieferfalle. Ja, es haben auch irgendwie, denke ich mal, 10 Leute oder so mal zugesehen, wie ich das gebaut habe. Ja. Deswegen wissen die dann, dass ich da eine Grieferfalle gebaut habe. So geil die Reaktion. Es macht tatsächlich echt ein bisschen Spaß, die Leute zu griefen. Aber ich glaube, außer dass wir das ab und zu mal zeigen, sollten wir nicht unter die Scammer gehen. Nee, unbedingt. Also. Das wäre nicht klug. Aber es macht tatsächlich ein bisschen Spaß. Tja, Freunde, wo wir hier gerade so noch so warten, ich habe noch eine Information für euch. Heute um 9 Uhr starte ich einen Stream für Streaming with Heart. Das bedeutet, alle Einnahmen, die wir da durch den Stream bekommen, die gehen an die Krebshilfe komplett. Das heißt, wenn ihr Lust habt, dabei zu sein, wir werden auch ein bisschen hier Scammer suchen und so weiter, dann schaltet doch um 9 Uhr ein. Ich werde auch ein Video auf YouTube hochladen, ansonsten auf dem Twitch-Kanal von Streaming with Heart geht es eben um 9 Uhr los. Ich denke, so 1-2 Stunden geht das Ganze. Und wie gesagt, alle Einnahmen gehen an Streaming with Heart bzw. die Krebshilfe. Und wenn ihr da eben Lust habt, dabei zu sein und vielleicht sogar noch was spenden könnt oder möchtet, dann tut das gerne. Also 9 Uhr geht's dann weiter los und so, ihr wisst Bescheid. PHBetzGHD. Gut. Wow, Leute, ich bin so klug, ich bin zu deinem Plot gegangen, Betzke. Ja. Ich bin selber reingesprungen. Wow. Das war. Oh, ich war gar nicht klug. Okay, Betzke, lass mal hier. Ich will dich mal her, ja? Okay. So, dann gucken wir uns das Ganze jetzt an, was wir für eine Ausbeute haben. Erstmal hier sind schon Sachen, die wir gesammelt haben. 4 Beacons, 2 Badgework und richtig viele Diamantsachen. Ihr seht das hier, Wasseraffinitätszeug oder einfach mal Effizienz. Also relativ gute Diamantsachen, sogar noch ein Banner. Keine Ahnung, warum jemand einen Banner mitnimmt zu so einem GS, aber hatte jemand dabei. Hier ist ein bisschen Kleinkram nur drin. Was ist da noch drin? Ich glaube, das meiste haben wir schon leer gemacht. Und hier noch 2 Diamantsachen, sehr interessant. Was ist hier noch? Hier ist noch eine Diamantspitzhacke, das ist auch gut. Was haben wir noch hier drin? Hier ist noch eine Diamantspitzhacke. Oh, hier ist sogar eine, die hat einen Namen. Kekspicke. Effizienz für... Oh mein Gott, die ist so stark, Leute. Ich glaube, die hat auch schon allein einen heftigen Wert. Hier ist noch ein Kaninchenfell drin. Was gibt's noch so? Hier ist noch Brot drin. Oh Gott, hier stehen wieder so viele Leute rum. Geh weg da, Dankeschön. Ich habe ein paar ganz normale Spitzhacken gefunden und Äxte. Ja, hier vorne ist vor allem die ganze Erde. Oh, hier ist noch ein Banner drin, die der eine fallen lassen hatte. Hier ist noch ein Banner drin, alles klar. Cool. Banner haben wir auch ein bisschen gepackt. Ich guck gleich mal.
So, also das sind unsere Ausbeute, ist unsere Ausbeute, Leute. Also jede Menge Typen haben eben Sachen mitgenommen, die echt einen großen Wert hatten. Keine Ahnung, warum die das einfach so machen. Bitte drängt dann, wenn ihr irgendwo hintippet. Sichert vorher eure Items, geht am besten mit gar nichts hin oder nur mit ein bisschen Steak oder so. Das ist unsere ganze Ausbeute, Leute. Richtig cool. Ich würde sagen, ich schreibe jetzt mal, haha, ihr wurdet alle gescammt. So, ich wette, jetzt hasst mich gleich der ganze Server. Ich bin gespannt, wie die Reaktionen sind, wenn ich jetzt schreibe, ihr wurdet gescammt. Der erste schreibt, super, hahaha, warum, du Scammer? Oh mein Gott, oh, viele feiern das aber auch. Viele feiern auch, dass ich mal quasi gescammt habe, damit die Leute quasi begreifen, dass man auf Küchergames niemandem vertrauen darf, auch nicht blind mir. Weil es immer passieren kann, dass ich zum Beispiel auch bei einem Scammer bin und der quasi auch eine Falle hat, wo er dann reintippet oder so. Und das gar keine Absicht ist von mir. Es gab schon echt mehrere Videos, wo Leute gesagt haben, hey, abgescammt, nur weil ich quasi eine TPA zu einem Scammer gemacht habe, um Future Grief zu machen. Aber auf dem Plot war quasi noch eine Scammer-Falle und da sind einige halt reingefallen, weißt du, Wetzke? Dann dachten die halt, ich hätte sie gescammt. Ui. Ihr wurdet abgezogen. Alles klar. Cool. Jetzt hier auch wieder eine abgeduht. Das ist nicht cool, Leute. Man muss sich direkt beleidigen. Ich würde auch sagen, ich werde es mal allen, die gerade online sind, einfach eine kleine Entschädigung geben. Dazu gebe ich mir gerade einfach mal kurz 1 Million Money. Und ich würde sagen, alle auf dem Server bekommen jetzt von mir einfach mal 1000 Dollar. Das bedeutet, jeder, der gerade online ist auf dem Server, von den 170 Leuten, immerhin, die gerade noch da sind, die kriegen jetzt eine dicke Entschädigung, Leute. Ich bezahle jetzt jedem 1000 Dollar. Ich hoffe, die Leute freuen sich darüber. Viel Spaß damit. Und los. Zack. Jetzt hat einfach jeder 1000 Dollar bekommen. Ich denke, das ist eine angemessene Entschädigung. Wenn wir das nochmal machen sollen, Betzke und ich, dass wir vielleicht nochmal eine Scammer-Falle vorstellen oder so, dann gebt den Daumen nach oben und schreibt es bitte in die Kommentare. Wäre super wichtig. Denkt dran, unter shop.greefwagons.net könnt ihr einen rankaufen, um den Server zu unterstützen. Habt jetzt noch einen sehr schönen Tag. Bis dann und tschüss, Leute. Tschüss. Tschüss. Und jetzt schreiben sie auch alle wieder, Abge, ich hab dich doch lieb. Hashtag Ehrenmann. Cool. Die freuen sich über die Entschädigung. Das ist gut.